Ja, werter Herr Vizepräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Volksbegehren für Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern, als das umgesetzt wurde, ja, es erlaubt mittlerweile nicht mehr, dass Wiesen ab dem 15. März gewalzt werden. Und nun ist es, wie wir alle wissen, aber so, dass sich das Wetter und die Wünsche nicht nach den Vorgaben der CSU und der Staatsregierung richten. Und weil das hinreichend bekannt ist, meine Damen und Herren, wurde bereits für diese Situation vorgesorgt. Per Rechtsverordnung kann lokal nämlich davon abgewichen und ein späterer Zeitpunkt für den letzten Walztermin bestimmt werden. Dadurch haben wir es nun mit der Situation zu tun, dass Ausnahmen zur Regel werden und alle bayerischen Regierungsbezirke entsprechende Allgemeinverfügungen erlassen mussten, die das Walzverbot nun vom 15. März auf den 1. April verschoben haben. Und was lernen wir daraus, meine Damen und Herren? Unsinnige aktionistische Schaufensterpolitik mit grünem Anstrich hat mit landwirtschaftlicher Praxis etwa genau so viel zu tun wie die Grünen mit echtem Umweltschutz. Genau deshalb haben wir von der AfD uns von Anfang an gegen dieses praxisferne Schauspiel ausgesprochen. Quoten, Planwirtschaft und die Gängelung unserer Landwirte sind keine zukunftsweisenden Lösungsansätze für eine funktionale und nachhaltige Entwicklung unserer einzigartigen Kulturlandschaft. Weitere Scheinvorgaben finden sich im Gesetz zuhauf. So soll beispielsweise auf Totalherbizide wie Glyphosat verzichtet werden, was jedoch durch entsprechende Ausnahmeregelungen wieder konterkariert wird. Zudem ist das generelle Verbot von Lichtwerbung im Außenbereich einfach nur als praxisfern und sinnlos anzusehen, zumal auch hier die Ausnahmen für Gaststätten bis 23 Uhr erlassen wurden. Uns wäre es am liebsten gewesen, auf diese heuchlerischen Überflüssigkeiten gleich von Beginn an zu verzichten. Wie wäre es denn, das bayerische Regelungschaos zur Abwechslung einmal zu entwirren, anstatt das Knäuel an Bürokratie immer mehr zu verfilzen? Liebe CSU, Sie sollten sich hier einmal angesprochen fühlen. Deswegen halten wir den vorliegenden Gesetzesentwurf für einen kleinen Schritt, der zwar in die richtige Richtung tendiert, jedoch längst nicht weit genug geht. Wir als AfD stehen für einen freiheitlichen und einen praxisnahen, vor allen Dingen einen praxisnahen Ansatz, der Bürokratie vermeidet und unsere Bürger entlastet. Unsere Landwirte, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Landwirte genügen den höchsten internationalen Standards und gehen verantwortungsbewusst mit unserer Kulturlandschaft um. Anstatt weiteren Regulierungswahn brauchen wir mehr Vertrauen in Menschen, die uns täglich mit bezahlbaren und hochwertigen Lebensmitteln erster Güte versorgen. Unsere Landwirte sind eben nicht nur schlichte Produzenten, sondern auch wahrhaftige Wertschöpfer und Heimat- und Brauchtumspfleger. Sie gestalten und bewahren jeden Tag aufs Neue unsere weltweit einzigartige Kulturlandschaft. Lassen Sie uns denen Anerkennung zollen, die sie wirklich verdienen, die Bäuerinnen und Bauern. Vielen Dank.